Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir Apps und Games und heute mit einem neuen tollen Lego-Spiel für euch und zwar Lego Bionicle Mask of Control. Das werden wir heute testen, eine neue App von Lego Systems. Wow. Ich muss mal kurz hier an meinem PC die Musik ein bisschen leiser machen. Ist ja viel zu laut. So. Okay, dann können wir jetzt starten. Mal gucken, was uns in diesem Spiel hier erwartet. Okay, wir sehen hier die Bionicles. Sind irgendwo gestrandet. Okay, kämpfen sich durch, alles klar. Das ist wahrscheinlich die Mask of Control. Oh, einen Kampf auswählen. Boah, ich kenne mich hier gar nicht aus. Wir nehmen mal den hier ganz rechts. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir kämpfen müssen. Müssen wir hier direkt ins kalte Wasser springen? Ja, das kann ja was werden. Okay. Ja, ich glaube schon. Kämpfe. Was? Tippe, um eine einfache Attacke auszuführen. Ah, okay, alles klar. Okay. Die Steuerfläche. Block gedrückt halten. Okay, das ist hier der Block hier links. Einfach nur gedrückt halten. Blocken, genau angreifen. Du gewinnst. Sehr gut. Okay. Das war so der erste Kampf. Dann den nächsten Kampf auswählen. Das sind wahrscheinlich die Tutorials, wo uns die einzelnen Tricks beigebracht werden. Denke ich mal, Leute. So, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen. Leute, vielleicht wisst ihr es ja. So, verwende Kreatur zu rufen. Okay, alles klar. Damit rufen wir unsere Kreatur. Aber ich denke, das müssen wir wahrscheinlich aufladen. Okay, wir gewinnen. Und da ist ein Kristall. Oder irgendwie sowas. Okay, letzten Kampf auswählen. Wer von euch mag denn Lego Bionicle richtig gern? Also ich weiß, dass es die schon ganz, ganz lange gibt, Leute. Der Totenkopfjäger. Ich würde mal auch so gerne so eine Attacke machen. Wahrscheinlich mehr abgezogen dann. Ah, okay, das war so ein Zweikampf, glaube ich. So, Kreatur rufen und wir wischen, 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 wischen. Yes. Oh, was ist das? Okay. Oh, wir können uns vereinen mit der Kreatur. Das ist ja mega cool. Und jetzt werden wir natürlich stärker. Ja, natürlich. Das ist ja cool. Mega cool sogar. Okay. Klick mal hier drauf. Nutze Scherben, um Künste zu aktivieren. Okay, wie viele Scherben haben wir denn? 18. Gut, dann nehmen wir mal diese Kunst hier für unsere Kreatur. Achso, habe ich jetzt das damit aktiviert? Okay, gut. Auch nicht schlecht. Ah, okay, wir müssen hier Level für Level. Was haben wir denn hier rechts? Unsere Fähigkeiten. So, schlage alle Feinde, lass alle Tor am Leben, Lernprogramm abschließen. Ah, das ist immer noch das Lernprogramm hier. Wieder drei Kämpfe. So. Das ist ja cool. Da kommt immer was Neues dazu. Okay.
Wir vereinen uns mit unserer Kreatur. Drehen. Keine Chance. Keine Chance gegen uns. Sehr gut. Grundausbildung wird heute abgeschlossen, das Tutorial. Und wir lernen hier alle Fähigkeiten der Bionicles. Lego Bionicle. Nächster Kampf. Oh, der hat ja eine coole Waffe. Yes. Kreatur, wo bist du? Haha. Jetzt wird's wieder Zeit. Haha, aber wir brauchten noch nicht mal zu blockieren. Das ging auch so, denn wir waren ja diese Superkreatur, so nenne ich sie jetzt mal. Der Super Bionicle. So. Letzter Kampf. Oh ja, wow, was hat der denn für einen Hammer dabei? Nach vorne wischen, dann können wir... Nein, 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 block! Das war nicht so gut. Oh, der ist echt stark. Was ist denn los? Wir brauchen hier schnell unsere Superkreatur. Aber wir müssen uns mit unserer Kreatur vereinen, sonst wird das hier nichts. Oh, super, das war echt gut, aber auch echt schwer, muss ich sagen. Leute, Lego Bionicle Mask of Control. So, können wir dann wieder irgendwas? Yes. Sehr gut. Alles klar. Cool. Alles klar. Und dann geht es, glaube ich, jetzt mal in die richtigen Kämpfe. Im nächsten Level, Leute. Seid auf jeden Fall auch dabei. Denn dann geht es weiter mit Lego Bionicle Mask of Control. Wie gefällt euch das Spiel? Wie gefällt euch diese App? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gar nicht gefällt, dann auch gerne einen Daumen nach unten. Kein Problem. Aber lasst doch ein Abo da, Leute, damit ihr keine App, kein Spiel mehr hier verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao!